So, herzlich willkommen zu einem kleinen Update-Video, ja, hier rund um Umzugsgeschichten und so weiter. Es gibt nämlich ein paar gute und ein paar schlechte Neuigkeiten. Fangen wir doch erstmal mit den guten an. Der Umzug ist soweit abgeschlossen. Ein bisschen was fehlt noch, ein bisschen einräumen. Unter anderem da hinten, ihr seht es vielleicht, da stehen Spiele und da ist ein Regal, die gehören da rein, ja. Beziehungsweise werde ich da bei Zeit mal reinsortieren. Umzug hat soweit alles gut geklappt, nichts ist irgendwie kaputt gegangen, alles funktioniert, alles hat gut funktioniert. Wir haben sogar ein bisschen, ja, wir sind ein bisschen eskaliert, was Bauen angeht. Ich habe die Geschichte so ein bisschen erzählt, ne, oder wie das abläuft. Ich und mein Vater sind hier hingefahren, haben Sachen gekauft, bla, zusammengestellt, gebaut. Und wir haben noch ein bisschen was Schönes gebaut. Dazu dann allerdings später mehr bei der Roomtour, wenn die dann irgendwann mal in ein paar Jahren kommt. Ich will ja noch viele Sachen, ich will ja erstmal noch fertig werden und so. Ja. Ja, also alles wunderbar geklappt, ne? Unter anderem hier auch eine neue Kulisse. So sieht sie dann später für euch aus, in etwa. Falls ihr alle rumweint und unbedingt wieder wollt, dass die Kamera von da auf mich scheint, dann okay, vielleicht, aber nein, eigentlich nicht. Hier ist mein neuer Arbeitsplatz da hinten, immer schön das Spieleregal. Ja, habe ich extra so gemacht, dass man das jetzt auch schön sieht, ne? Da werde ich dann schön alle Sachen einsortieren, ein bisschen auch schön gestalten, dass man eine schöne Kulisse hat. Und die auch mit besserer Belichtung, ne? Weil genau da ist ein Fenster. Und überhaupt auch das Licht, das habe ich jetzt nicht angemacht. Die ganze Belichtung ist sehr viel besser, habe ich schon gesehen. Ja, ne, beim alten Gammelzimmer war sehr schlechtes Licht, Ostfenster, das war alles irgendwie doof. Und jetzt ist alles wunderschön, es sieht schon mal deutlich besser aus. Und ich habe einen neuen Stuhl, cool, ne? Das heißt, ich kann mir auch endlich mal hier ein bisschen länger bequem machen. Ja, soweit die guten Neuigkeiten. Jetzt kommen leider die schlechten Neuigkeiten. Und die. Ja, man kann sich's ja schon fast denken. Betrifft natürlich euch, mehr oder weniger. Denn das mit dem Internet hat hier nicht so geklappt wie geplant. Ich kann leider nicht den Anschluss vom Vorgänger direkt übernehmen. Ich musste einen neuen beantragen. Und ja, leider die 250.000, die er hatte, wären potenziell möglich. Leider ist es aber kacke teuer. Und ich bezahle mein Internet leider nicht selbst, weil meine Eltern das bezahlen. Weil ich aber Student bin und kein Geld verdiene. Noch nicht. Dementsprechend kriege ich nur eine 50.000er Leitung erstmal. Im Gegensatz zu dem, was ich zu Hause damals hatte, ist das schon ein, ihr wisst, was ich glaube ich sagen wollte, ne? Es ist immer noch 20 Mal besser ungefähr. Ja, das Problem ist, der Router ist schon da, alles schon eingerichtet, aber der, da fällt mir der Router liegt da noch rum, der, Anschluss wird erst am 10. Oktober freigeschaltet. Das sind fast noch 2 Wochen. Ja, das ist leider ein bisschen blöd. So oder so wird wahrscheinlich nicht vor dem 10. Oktober, abgesehen von dem Video, neue Videos kommen. Ich bin jetzt ein bisschen am Überlegen, wie ich die Zeit hier gestalte. Denn, ja, ich habe eine kleine Notlösung bekommen in Form von einem oder einer SIM-Karte. Die 20 GB Datenvolumen hat. Das heißt, ich habe schon mal ein bisschen Internet, ich kann ein bisschen was machen, auch YouTube gucken und so. Leider nur über Handy. Noch nicht mal über mein eigenes Handy, weil es da irgendwie nicht funktioniert hat. Mein Vater aber zum Glück mal wieder 2 Handys dabei. Ja, er dealt viel mit Handys und so. Hier, mit coolem Display, so spät ist es gerade. Hoffe, da waren keine Daten auf, okay. Ja, mit dem kann ich zumindest Internet, ein bisschen YouTube gucken und so, das ist ganz schön. Ich werde mich jetzt auch mal damit anmelden überall. YouTube und so, weil ich habe bisher einfach nur so, ne, so geguckt, dass ich zumindest auch meine Social Medias, hoppala, wo hänge ich denn fest, ein bisschen benutzen kann und so weiter. Kamera hat gewackelt, Entschuldigung. Ne, das geht schon mal, aber ja, leider habe ich am PC kein Internet und das brauche ich, um Videos zu produzieren. Ich habe eigentlich den Plan gehabt, vielleicht auch nochmal beim Nachbarn zu klingeln und zu fragen, ob ich den WLAN darf. Ich habe ja einige immer schon gestanden und wollte, aber ich traue mich nicht. Weil die Leute kennen mich halt noch nicht, ne? Noch nicht so wirklich. Ich habe den mal auf dem Treppenhaus gesehen und mal hallo, hallo, mehr nicht. Und da jetzt, wenn da jetzt ein Wildfremder mit so einer Matte ankommt, ja, und nach dem WLAN fragt, ist vielleicht ein bisschen merkwürdig. Deswegen will ich dann überlegen. Es ist jetzt Samstag für mich, ich werde jetzt das Wochenende ohne Internet hier aushalten und wenn ich merke, ich gehe hier ein, ich brauche WLAN am PC, dann werde ich mich irgendwie überwinden und fragen. Aber so oder so will ich natürlich nicht deren Volumen verschwenden. Oder was ist Volumen? Hat man ja hoffentlich heutzutage nicht mehr. Aber trotzdem will ich ja nicht deren, ne, Bandbreite benutzen und da jetzt irgendwie permanent up- und downloaden. Das ist ja auch nicht so schön. Deswegen geduldet euch leider noch ein bisschen mit den Videos. Jo, ansonsten,
Geht mir ganz gut. Mit Internet ist leider echt, es musste ja sein, ne? Das mit Internet klappt nie so, wie man es geplant hat. Dafür hat alles andere wunderbar funktioniert. Fernseher steht, alles schön einsortiert. PC funktioniert perfekt sonst und alles ist wunderschön hier. Wohnung ist zwar klein, aber haben alles untergekriegt. Das ist sehr schön. Ja, ansonsten kann ich nicht viel sagen. Ich werde noch mal ein bisschen gucken. Ich habe jetzt übrigens die Beleuchtung oder die ganzen Einstellungen von meiner Kamera noch nicht geändert. Also das heißt, vielleicht bin ich ein bisschen überbelichtet. Ich bin eigentlich eher unterbelichtet. Vielleicht bin ich hier ein bisschen überbelichtet. Einfach mal zum Vergleich, ne? Weil in meinem alten Zimmer war das Licht halt so katastrophal, dass ich halt mit der Webcam-Einstellung so rumgespielt habe, dass das Bild einigermaßen okay ist. Und jetzt, wo die Beleuchtung hier 100-mal besser ist, wird vielleicht sein, dass ich ein bisschen hell bin. Ja, aber ich glaube, es geht sogar. Ja, wie gesagt, so wird jetzt die neue Kulisse in etwa sein. Vielleicht werde ich die Webcam noch ein bisschen verschieben, ein bisschen gucken. Habe ja schon gesagt, dass ich mich jetzt vielleicht eher von der Seite zeigen will. Die mag ich nämlich lieber. Man sieht auch endlich mal meinen Bart. Habe ich vorher auch gefühlt nie gesehen. Naja, habe mich jetzt auch schon seit einer Woche nicht rasiert. Vielleicht sieht man es auch deswegen. Ja. Gut, eine Sache noch. Ich weiß gar nicht, wie krass man es hört. Es halt ein wenig, ne? Obwohl das Zimmer eigentlich relativ klein und dicht ist, es halt doch ein bisschen. Wie gesagt, da kommen noch Sachen rein. Ein paar Bilder werde ich noch an der Wand hängen. Vielleicht dämmt es das ein bisschen. Aber ja, wenn nicht, müsst ihr damit leben. Tut mir leid. Aber ja, wird schon. Gut, Leute, dann will ich jetzt auch gar nicht lange stören, beziehungsweise so lange machen das Video, damit ich das auch uploaden kann. Ich werde das jetzt irgendwie rendern, auf das Handy laden und von da aus hochladen. Ich hoffe, das funktioniert so ohne Probleme. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Sonst muss ich mir was anderes einfallen lassen. Ja, dann sage ich danke fürs Zusehen. Danke für eure Geduld hoffentlich und ja, frühestens am 10. Oktober, wenn nicht sogar noch später, weil der gewisse Internetanbieter, dessen Namen ich nicht nennen will, vielleicht länger braucht, ne? Aber ich werde mich da nicht stressen, beziehungsweise zumindest in diesem YouTube-Bereich, weil da habe ich keinen Bock drauf. Wenn es länger dauert, dann ist es so. Wenn ich kein Internet habe bis dahin, dann frage ich beim Nachbarn. Denn Internet ist mittlerweile, ne? Eigentlich ein Menschenrecht schon fast. Gut, dann jetzt aber wirklich, ne? Bis in ein paar Wochen, ein paar Jahren. Vielleicht sieht man dich wieder, vielleicht hört ihr nie wieder was von mir. Ich gebe für immer eingehe ohne Internet. Und irgendwann, ach, weiß ich auch nicht. Bis dahin. Tschüss.